Hallo zusammen, hier ist euer Jörg, euer Taschenfreak. Ein bisschen heute auch euer Stativfreak, aber es geht um diesen Rucksack in diesem Video. Ich habe den schon fast 2 Wochen hier stehen. Die Pressemeldung ist vom 1.10. sogar schon. Die Firma Tenba, die produzieren seit 40 Jahren, wusste ich übrigens auch nicht, habe ich aus der Pressemeldung gelernt, Fototaschen, Fotorucksäcke, amerikanisches Unternehmen. Und die haben eine neue Rucksackserie rausgebracht, die Axis, AXIS-Serie. Die gibt es in 20, in 24 und in 32 Liter Volumen. Ich habe von Tenba, Transparenz zu diesem Video, ich habe diesen Rucksack geschickt bekommen, um ihn euch vorzustellen. Habe den 32 Liter Axis 32L von Tenba geschickt bekommen und habe ihn gestern Abend mal gepackt und würde euch gerne jetzt einfach die Details, die Einzelheiten mal vorstellen und auch zeigen, was da so alles reingeht. Ihr seht, ich habe schon mal ein Stativ dran gepackt und ich würde sagen, wir fangen einfach mit den Details mal an, bevor wir auf Maße, Gewicht und Preise und sowas eingehen. Und ja, ich zeige es euch mal. Die Vorderseite. Hier steckt jetzt ein Faisol-Stativ dran, könnte jedes andere Dreibein-Stativ auch sein. Es gibt unten am Rucksack, das seht ihr hier mit diesem kleinen Säckchen, eine Stativhalterung und ihr habt in diesen vielen, die ihr gleich besser seht, Schlaufen, die Möglichkeit, hier Bänder einzuhängen und auch entsprechend zu verriegeln, sodass ihr euer Stativ oder tausende andere Sachen ganz easy, ganz einfach hier an dem Rucksack montieren könnt. Nehmen wir mal das Typenschild ab. Dann haben wir hier 2 dieser Schlaufenbänder, die man natürlich auch schräg irgendwo montieren kann, die man mit diesem Metallhaken hier auch einrasten kann. Ist etwas, was ich bei minus 10 Grad mit Handschuhen im Schnee nicht wirklich machen möchte. Was mir persönlich hier fehlt, erstes Manko, auch wenn ich ihn zur Verfügung gestellt bekommen habe, denke ich, sollten wir alle auch kritikfähig bleiben. Hier fehlt ein Schnellverschluss. Hier fehlt was, um das Ding schnell aufzumachen oder um es wenigstens schnell zuzuziehen. Auch das hier ist bei diesen Bändern nicht möglich. Die stellt man einmal ein, um sie dann entsprechend zu fixieren. Also mal eben schnell die Länge variieren, ist hiermit irgendwie schwierig. Geht so einfach nicht. Aber durch den Verschluss, durch diesen kleinen Metallhaken, sitzt das Ganze hier bombenfest und wir könnten es jetzt zählen, unendlich viele dieser Schlaufenbänder, wo ich tausende Zubehörtaschen, Sachen dranhängen kann. Eine GoPro, ihr wisst selbst alles, eine Wasserflasche und so weiter. Wasserflasche ist ein gutes Stichwort, aber zuvor verpacken wir mal wieder die Stativtasche, denn die hat hier in dem stark gummierten, wirklich abriebfest gummierten Bodenteil, hat die hier sein eigenes kleines Fach, wo sie entsprechend wieder eingerollt bzw. verstaut werden kann. Ist auch mit einem Stativ gekennzeichnet und mit einem Reißverschluss zu verschließen. Stört nicht, kaum auffällig. Den Boden hatten wir, die Front hatten wir, die Haken, die man einrasten kann, hatte ich euch erklärt. Das heißt, wir sind an der Vorderseite. Die ganze Tasche ist aus diesem festen, ich sag mal wasserfesten Material, aus diesem Gummi, der auch hier mit Fingernägel und in der Natur von einem Ast keine Kratzer bekommt. Also ihr seht das hier, man sieht da nichts. Das ist wirklich auf Robustheit gemacht. So ein bisschen geht das in die Richtung Love Pro Tactic, wobei die aus Stoff sind. Das hier ist aus einem eher kunststoffgummierten Material und damit, glaube ich, eine ganze Ecke robuster gemacht. Die Schlaufen hatten wir. Wir haben ein entsprechend großes Frontfach, das hier mit Reißverschluss und auch mit diesen Schlaufen, wie ihr sie hier seht, sehr gut auf- und zu machbar ist. Die Reißverschlüsse selbst sind nicht wasserfest, also diese mit dieser Gummilasche, aber mit einer großen, wie ihr hier gleich seht, mit einer großen Innenlasche versehen, die automatisch beim Schließen sich innen dran drückt. Das heißt, bis hier Wasser reinkommt, da müsst ihr schon in der Sintflut quasi unterwegs sein. In dieser Vortasche finden wir 2 mit dem Visitenkartenfach, hier 3 Innentaschen und das ganze Fach geht bis an den Boden. Wenn ich ehrlich bin, fehlen mir hier kleine Innentaschen, so fürs Leatherman, für eine Speicherkarte, mal für einen Akku. Das ist in der ganzen Axis-Serie hier mir persönlich etwas zu dünn. Hier gingen mehr Taschen rein, aber das Ladevolumen ist natürlich gigantisch. Das iPad mit der dicken Tastatur, hier unten ist noch die Powerbank, die recht große mit drinne. Mein typisches Headset-Täschchen mit allen möglichen Kabeln. Da passt eine ganze, ganze Ecke rein. Hier Unterlagen, hier ist ein Leatherman, die Geldbörse, was auch immer hier ist, passt wirklich viel rein. Ich verpack's aber jetzt wieder, weil der Tisch einfach zu klein ist, um alles rauszulegen. Aber solides Frontfach,
tolle Größe. An der Seite, da seht ihr die ganze Zeit diesen Plastikverschluss. Hier geht eine gute Liter, hier geht auch eine 1,5 Liter Wasserflasche rein. Und das Fach ist tief genug. Das wird an anderen Rucksäcken gerne mal bemängelt, dass das zu flach ist und die Flasche nicht so richtig sitzt. Das Ding hier ist richtig gut, weil es eben schön tief ist und durch den Gummiband auch hier gehalten wird. Wenn ihr nichts drin habt, fügt sich das Ganze, schmiegt sich das Ganze sehr an, steht also nicht ab, beult nicht ab. Sollte mal was auslaufen, hier unten ist ein kleines Loch drin, wahrscheinlich auch, damit die Luft entweichen kann, wenn man etwas reinsteckt, aber das tatsächlich auch, wenn mal Flüssigkeit reinkommt, die eben auch wieder rauslaufen kann. Also das passt auch. Jeder, der in der Natur unterwegs ist, selbst bei einer Hochzeit, Durst kriegt man immer, das passt. Das ist übrigens ein gutes Stichwort, Natur oder Hochzeit. Ich glaube tatsächlich, dass Tenba der Spagat, diese Herausforderung gelungen ist, einen Rucksack für den ambitionierten Businessfotografen, der einfach scheiß viel Equipment mitnehmen will, aber auch für den Naturfotografen, der es robust braucht, hier gelungen ist. Dieser Rucksack, meines Erachtens, ist der für beide Anwendungsfälle geeignet. Er ist dezent genug, um den in der Kirche oder in einem Standesamt in die Ecke zu stellen. Er ist aber auch robust genug, um ihn wirklich durch die Pampa Tundra Taiga zu tragen. Zugang zum Kamerafach. Haben wir drei Möglichkeiten. Einmal das große Rückenfach, zeige ich euch gleich. Dann das Hauptdeckelfach, wo wir auch hier ans Kamerafach rankommen. Die habe ich mir jetzt so eingeteilt, dass hier oben die Weitwinkelkamera ist. Hier ist übrigens durch diese Klettverschlussteile schöne Nasen dran. Das seht ihr hier oben, so Stoffnasen, an denen man das gut ziehen kann, um eben an die Dinge, oh, das war meine Drohne, der Gimbal, ich habe gerade am Gimbal gezogen, um da dran zu kommen. Das ist also sehr schön gelöst. Einfach hier an der Stoffflasche ziehen und schon seid ihr an den Sachen hier wie Objektiv und so weiter dran. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Nicht ganz so flexibel wie jetzt, ich sag mal, bei den Peak Design Geschichten. Die sind halt nur schick, der ist halt funktional. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Hier haben wir eine große Innentasche, wo wir jetzt Speicherkarten, Akkus, Leatherman, das eben von mir bemängelte reinpacken können. Und das mit einer richtig starken gummierten Fach. Also hier ist kein Netzfach, sondern das ist dicht. Da sticht auch nichts raus. Wenn ihr einen Kuli, kennen wir von anderen Rucksäcken, einen dünnen Kuli hier drin haben, der dann irgendwie aufs Display kratzt. Hier, das Ding ist zu, gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Reißverschlüsse, ihr seht das selbst, die sind wirklich sehr schnell hier bedienbar. Rückenfach, Zugang zum Fotofach, Deckelfach, Zugang zum Fotofach. Hier mit dezentem Tenba-Logo, stört aber nicht. Und das Schöne ist, ihr müsst den Rucksack nicht absetzen, ihr könnt ihn nach vorne schwingen vor den Körper und kommt über dieses Seitenzugriffsfach, kennen wir von anderen Rucksäcken auch, an eure Kamera ran. Hier in dem Fall jetzt die G9 mit drinne, die ihr dann hier, jetzt drückt von oben das Objektiv, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, aber sie geht wieder gut rein. Das Fach ist groß genug, hier passt eine 1DX Mark 47 rein mit Batteriegriff, hier passen große Kameras rein. Der Rucksack ist nicht dediziert für Systemkameras gedacht, sondern für alles. Hier passt Drohne rein, hier passt Mittelformat rein, hier passt Großformat rein, den könnt ihr euch flexibel genug ausstatten. Auch hier finden wir wieder die Schlaufen, wo ihr Sachen dranhängen könnt. Diese Seite hier oben, keine Tasche. Ganz ehrlich, verstehe ich nicht. Hier hätte man gut ein Smartphone-Fach reinbauen können. Hier ist Platz. Hier eine kleine zweite Tasche. Hätte mich nicht gestört. Im Gegenteil, ich hätte es gut gefunden. Ebenso hätte ich gut gefunden, wenn man hier oben ein kleines Band, was man ja vielleicht entfernen kann, durch zum Beispiel solche Clips hier, ein kleines Band hingemacht hätte, denn dann hätte man auch hier ein Stativ, ein Leuchtenstativ oder irgendwas anderes reinpacken können. Das geht zwar, aber dadurch, dass hier oben keine Halterung ist, bambelt das dann sehr hin und her. Das Fach ist tatsächlich deswegen für mich das reine Wasserflaschenfach, nicht für Stative. Es geht, aber die müssen schon arg kurz und klein sein. So, ihr Lieben, jetzt muss ich auch mal atmen und dann gucken wir uns die Rückseite mal an. Die Rückseite, ihr seht, dass hier kein Hüftgurt dran ist. Der gehört natürlich zum Lieferumfang und der ist auch gut gepolstert. Das Ganze ist ziemlich leicht. Der ganze Rucksack, obwohl er so groß ist, wiegt, ich gucke in die Details, ich poste die auch unter dem Video, irgendwas um die 2 Kilo, ist für einen Rucksack dieser Größe, dieser Robustheit her echt okay. Ausreichend genug gepolstert, aber nicht übertrieben gepolstert. Der Hüftgurt ist, wie ihr sehen könnt, optional entnehmbar, sonst hätte ich ihn nicht hier. Wird quasi hinter dieses Polsterfach hier reingeschoben und dann an diesem kleinen Klettverschluss hier, nicht Klettverschluss, an dieser kleinen Halterung, dann fixiert, dass er nicht raus kann. Kann dann auf die Hüfte gesetzt werden und entsprechend hier dann, wie man das kennt, verschlossen und
justiert werden. Gefällt mir gut, weil er eben abnehmbar ist. Es gibt viele, und da bin ich nicht der Einzige, der figurbedingt jetzt keinen Hüftgurt mag, hab genug Hüftgurt. Es gibt viele, die den einfach nicht mögen, denen das zu viel Laberei ist, wenn man in den Flieger reinsteigt oder in den Bus. Es hängt immer was rum. Viele sagen, nee, ich gehe nicht wandern, aber ich brauche viel Equipment, um von A nach B zu kommen. Die brauchen keinen Hüftgurt. Deswegen finde ich es toll, dass er dabei ist, dass man ihn aber auch abmachen kann. Wirklich gute Entscheidung. Hauptfach. Bevor wir zum Hauptfach kommen, ich mache es ein bisschen spannend. Der Rucksack ist anpassbar an eure Figur. Entweder an 1,94, 95 und 150 Kilo, wie ich, oder an 1,60 Meter, 80 Kilo, 50 Kilo, was auch immer, weil die Gurte sind extrem lang und extrem kurz zu machen. Und das Besondere ist, hier steckt eine kleine Plastikkarte mit drin an einem Stoffband. Das hat einen Grund. Die steckt hier davor in diesem Fach. Die kann aber auch dahinter gesteckt werden. Und jetzt hört man es wahrscheinlich, um den Klettverschluss zu lösen. Und damit, das ist ein bisschen grobmotorisch, aber man löst mit dieser Kunststoffkarte den Klettverschluss, der wirklich gut greift, um dann entsprechend das Rucksackband wie hier in der Länge zu verstellen. Ich stelle mich jetzt hier im Video natürlich ein bisschen dusselig an. Man schiebt das ganz rein, zieht das Rucksackband, wenn es sich denn der Klettverschluss überall gelöst hat. Ihr seht, es geht, aber ich stelle mich jetzt super an. Tolles Werbevideo. Daran seht ihr, wie eine echte Thematik aussieht. Also mit dieser Kunststoffkarte löst ihr, man muss sie ganz reinstecken, den Klettverschluss und könnt dann das entsprechend rausziehen. Ihr seht es hier, ist ein super feiner, harter Klettverschluss. Die Karte dient wirklich nur dazu, den Klettverschluss von seinem Gegenstück zu lösen. Und damit seid ihr es wahnsinnig flexibel. Hier sind kleine Markierungen dran, dass ihr wisst ungefähr, dass es auch gleich positioniert ist. Ich hatte den auf meine Größe eingestellt, festgemacht und dann sitzt das, wie ihr eben gesehen habt, bombenfest. Und da, ich habe schon Bums, also da passiert nichts. Damit das Ganze natürlich nicht ganz wegrutschen kann und ihr auch den Rucksack an euch ranziehen oder zur Belüftung des Rückens nach hinten rutschen könnt, habt ihr entsprechend diese Fächer hier. Finde ich gut gelöst. Die Karte hat man im Prinzip immer dabei, weil man sie einfach da reinsteckt und sie am Rücken anlegt und einfach nicht stört. So, ihr Lieben, dann kommen wir zum Fotofach. Ich lasse den jetzt mal so, der hängt hier gut. Hier ist ein bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Hier ist ein umlaufender Reißverschluss, der sich auch wie die anderen leicht öffnen lässt. Das ganze Tragegeschirr hängt am Reißverschluss. Andere Hersteller haben diese Bänder mit Klickverschlüssen oben am Rucksack festgemacht. Tenba hat sich entschieden, der Reißverschluss ist stabil genug und haben das ganze Tragegestell an den Rucksack gemacht. Hat alles Vor- und Nachteile. Vorteil, ihr müsst nichts erst ablösen, um ans Fotofach zu kommen. Nachteil, es hängt alles am Reißverschluss. Wird aber halten. Ich habe es jetzt oft auch geruckt und gezuppt und ihr habt eben gesehen, wie ich daran gezogen habe. Es hält. So, Sesam, öffne dich. Wir haben hier ein Notebookfach. Bis zu 17 Zoll bewirbt Tenba in der Pressemeldung in diesem Rucksack. Ich habe hier mein MacBook Pro 13 Zoll reingesteckt. Das verliert sich fast. Ich könnte es tatsächlich sogar quer reinstecken und mein iPad obendrauf oder zwei MacBooks rein verstauen. Das Fach ist riesig groß. Hier meine riesengroße Fujitsu Celsius Grafik Workstation, 16 Zoll Maschine, so dick, passt hier auch bequem rein. Das Fotofach, ja, das könnt ihr euch flexibel gestalten. Wie ihr seht, habe ich hier einiges drin. Eine Kamera mit Wechselobjektiv, zwei Kamera mit Wechselobjektiv, eine Bridge-Kamera, meine Videokamera, quasi die zweite, zu der die jetzt gerade filmt. Telezoom, Weitwinkelzoom, Porträtlinse, Festbrennweite, darunter noch eine Festbrennweite, 100, 400, also 200, 800 umgerechnet, darunter Putzzeug, die Leica Q, die Drohne, darunter die Tablet-Halterung, bei der Gelegenheit könnte ich vielleicht den Gimbal mal wieder schützen, die Tablet-Halterung, ein Ersatzakku, also hier ist quasi alles drin, was man so braucht oder beziehungsweise vielleicht auch nicht braucht. Es ist wahrscheinlich deutlich mehr drin, als man braucht. Aber ihr könnt eben hier euch quasi für alle Eventualitäten, hier, das mache ich nachher, um mich ein bisschen aufs Video zu konzentrieren. Hier ist genug Volumen da. Die Klettverteiler, die halten bombenfest. Es sind auch genug dabei. Ich habe etliche schon rausgenommen gestern, um ihn so auf meine Anforderungen hier anzupassen. Auch hier könnten, glaube ich, ein paar kleine Netzfächer noch sein für die Speicherkarten, für die Akkus und so weiter. Täschchen und Fächer
können andere besser. Robustheit, Flexibilität und Festigkeit der Trennwände können andere ganz selten nur besser. Regencover gehört auch dazu, abnehmbares Regencover. Ich glaube, dass dieser Rucksack für fetten Regen, langen fetten Regen echt gut genug ist. Wer das Ding anzieht, der kann mit dem Rucksack duschen gehen. Nein, das mache ich nicht, das wird es auch nicht in diesem Video zu sehen geben. Ihr Lieben, Tenba Access 32 gibt es in 20, 24, 32 Liter. Das ist der große davon. Ich muss sagen, ja, den könnte man an der einen oder anderen Stelle noch verbessern. Aber ganz im Ernst, das Ding kann was. Und ja, schaut ihn euch nochmal an. Schaut ihn euch auf der Website an. Ich mache auch noch ein paar Fotos. Ich verlinke die ganzen Details auch aus der Pressemeldung. Schreibt noch ein bisschen was dazu. Freue mich auf euer Feedback und sage vielen lieben Dank. Hier war euer Jörg, euer Taschenfreak. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.